Herzlich willkommen zu Break, dem Infomagazin im offenen Kanal. Und das sind unsere Themen für Sie. Oberbürgermeister unterstützte bei Hochwassereinsatz. Bürgerpreis 2013 an Seniorenvertretung überreicht. Und Gehörlose können telefonieren. Die zahlreiche Eingliederung verschiedener Kulturen deutet auf ein gutes Miteinander und eine gelungene Integration neuer Staatsbürger in dem Landkreis Harz hin. Erstmals in diesem Jahr haben somit Landrat Martin Skiebe sowie Andreas Viehweg und Martina Schellenberger 5 neue Staatsbürger im Landkreis herzlich willkommen geheißen. In der Kreisverwaltung überreichten sie am 11. März im Rahmen einer Zeremonie den neuen Mitbürgern offiziell ihre Einbürgerungsurkunde. Textsicher haben sich die Neubürger am Ende der Feierlichkeit beim Singen der Nationalhymne gezeigt. Außerdem schworen sie auf das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Martin Skiebe erfreut, dass die Zusammenkunft ein gutes Vorankommen zeige, angesichts dessen, dass an diesem Vormittag nicht nur zur Geburt eines Kindes gratuliert werden konnte, sondern auch ein Arbeitsvertrag überreicht wurde. Azubis berichten im aktuellen Berufswahlmagazin der Bundesagentur für Arbeit über ihre vielseitigen und spannenden Tätigkeiten. Autolacke herstellen, medizinische Salben anrühren oder Verpackungen in Form bringen. Die aktuelle Ausgabe bringt Berufe in den Bereichen Chemie, Pharmazie und Kunststoff mit sich. Gerade diese Branchen sind im Landkreis Harz stark vertreten und bieten Jugendlichen gute Zukunftsperspektiven. Neben der Geschichte des Musikers Tim Bensko hält das neue Berufswahlmagazin ein Gewinnspiel bereit. Gesucht werden spannende Experimente aus dem Chemieunterricht. Verlost wird eine Wii U von Nintendo. Durch die Freistellung seines Angestellten Christian Schäfer ermöglichte Oberbürgermeister Peter Gaffert dem ehrenamtlichen Helfer im Sommer 2013 den Einsatz im Hochwassergebiet der Stadt Kalbe. Heiko Breithaupt, stellvertretender Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks in Halberstadt, hat sich mit einer Plakette, die vom Länderverband Berlin-Brandenburg-Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen wurde, bei Gaffert für die Unterstützung bei der Flutkatastrophe bedankt. Im Sommer war Schäfer mit 40 Kameraden seiner Fachgruppe vor Ort. Das THW sucht stets helfende Hände aus Wernigerode und Halberstadt. Die Freiwilligen unterstützen ihre Mitbürger nach Unfällen, Naturkatastrophen und Bränden. Jeden dritten Samstag im Monat hat das Technische Hilfswerk für alle Interessierten seine Türen geöffnet und informiert stets auf seiner Internetseite thw-halberstadt.de, bei Facebook sowie unter der Telefonnummer 03943 607156 alle Interessierten. Ein kostenfreies und abwechslungsreiches Angebot an Kursen mit Trainern ermöglicht die Kooperation der KOBA Harz mit der AUK zur Gesundheitsprävention. Selbstbewusstsein und eine gute körperliche Verfassung helfen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben. Aus diesem Grund ist die Kooperation für 2014 verlängert worden. Über 100 Teilnehmer des Programms Jobfokus 50+, haben 2013 die kostenfreien Kurse zur Bewegung, Ernährung und Entspannung genutzt. Neben der Gesundheitsprävention hilft das vor 3 Jahren gestartete Bundesprojekt Langzeitarbeitslosen über 50 Jahren mit intensiver Betreuung bei der Stellensuche. Seit 3 Jahren sind im Landkreis Harz rund 2000 Menschen unterstützt worden. Über 500 von denen konnten wieder in ein festes Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Die Generationenkonzerte gehören zu einer der zahlreichen Veranstaltungsprojekte, die die Seniorenvertretung Wernigerode das Jahr über organisiert. Am 13. März war eines dieser Konzerte in der Aula des Stadtfeldgymnasiums der Rahmen für die feierliche Auszeichnung der Seniorenvertretung mit dem Bürgerpreis 2013 der Hospitäler Stiftung. Stellvertretend nahm die langjährige Vorsitzende der Vertretung, Renate Schulze, den Preis entgegen. Verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu ehren. Und ich glaube, das ist der richtige Rahmen. Wir sind zum wiederholten Male mit dieser Ehrung hier im Raum. Und wir sind zum wiederholten Male mit dem Philharmonischen Kammerorchester verbunden. Und das ist beides kein Zufall, sondern ist ein Zeichen dafür, dass
beides, die Erfahrung und die Menschen, die hier arbeiten und leben und das Philharmonische Kammerorchester, bürgerschaftlich engagiert sind und deswegen auch immer wieder verwickelt sind in genau diese Prozesse, von denen wir heute zu reden haben. Ich darf an dieser Stelle, und das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für dieses Generationenkonzert, das ja eigentlich so eine basisdemokratische Geschichte ist. Und plötzlich sind da eine Menge Ehrengäste dabei und das hat seinen guten Grund und ich möchte einige von Ihnen begrüßen. Zunächst mal Frau Gör als Mitglied des Landtages und als Vorsitzende des Kulturausschusses, Mitglied des Stadtrates, das gehört dann zwangsweise dazu. Ich grüße Herrn Gaffert an dieser Stelle, der auch nicht so oft hier im Gymnasium vermutlich ist, aber das ist doch eine gute Gelegenheit. Ich grüße Frau Wetzel, die hier im Stadtfeld jedenfalls öfter zu tun hat. Ich sehe sie jetzt gerade nicht, aber sie ist hier als Vorsitzende des des Sozialausschusses der Stadt Wernigerode, also auch Stadträtin. Ich grüße die Mitglieder und vor allem die Vorstandsmitglieder des Seniorenvertretung Wernigerode e.V., um das ganz korrekt zu sagen. Ich grüße die ehemaligen Preisträger, da habe ich jetzt nur Frau Rüstner gesehen. Frau Schulze ist auch irgendwo, ich habe sie nicht gesehen, aber sie sind hier beide an dieser Schule ehemals oder auch noch aktiv, dennoch Preisträger des Bürgerpreises. Und ich grüße an dieser Stelle zwei Vorstandsmitglieder und Vorstandskollegen der Hospitäler Stiftung des Vorstandes, Herrn Dr. Zimmer und Herrn Hoffmann. Und der Hoffmann könnte man und muss man ganz sicher als den Gründungsvater der Hospitäler Stiftung bezeichnen. Der Stadtrat hat im Jahr 2000 auf seinen Vorschlag hin nach einer Übereinkunft mit der evangelischen Kirche unserer Stadt damals beschlossen, diese Hospitäler Stiftung zu gründen. In Anlehnung und in Aufnahme einer alten Tradition mittelalterlicher Stiftungen in unserer Stadt. Es gab davon einige und wir haben dann dieses zusammengefasst als Idee in der Hospitäler Stiftung, der Wernigeröder Hospitäler Stiftung, dann werden diese Einzelstiftungsbestandteile genannt, die seit dem Jahr 2000 besteht. Und wir sind sehr dankbar, dass sich Menschen engagieren, finanziell insbesondere, aber auch im Ehrenamt im Vorstand dieser Stiftung, um zu ermöglichen, dass diese Stiftung Bedürftigen in unserer Stadt helfen kann, Kindern und Jugendlichen, auch Senioren. Ursprünglich war das mal der Gedanke dieser Stiftung, es waren Stiftungen, die sich mit Altenpflege befasst haben. Ein Thema, das im Mittelalter, kann man sich vorstellen, ein ganz, ganz wichtiges und schwieriges Thema auch war. Heute haben wir die GSW und Frau Wettstein und einige Kolleginnen sind auch da, die diese Aufgabe im Auftrag der Stadt erfüllen, sodass sich die Hospitäler Stiftung um andere Dinge, vor allem auch um Kinder und Jugendliche, kümmern kann. Wir haben am 7. November 2013, das ist also schon einige Wochen her, als Vorstand der Wernigeröder Hospitäler Stiftung beschlossen, und jetzt verlese ich es, den Bürgerpreis der Hospitäler Stiftung für das Jahr 2013 an die Seniorenvertretung Wernigerode e.V. unter Vorsitz von Frau Renate Schulze zu verleihen. So der offizielle Text. Die Hospitäler Stiftung würdigt damit die aktive Arbeit und die vielfältigen Initiativen zur Beteiligung von Senioren am bürgerschaftlichen Leben unserer Stadt. Und wenn ich sage, es sind über 10.000 Senioren, die in unserer Stadt leben, dann kann man sich vorstellen, dass das wirklich sehr vielfältig sein kann. Ja, so viel der Vorrede und ich bitte jetzt Herrn Gaffert als Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode gemeinsam mit mir den Bürgerpreis dem Vorstand, das heißt Frau Schulze und wen Sie mitbringen wollen, die Stellvertreterin und die Schatzmeisterin dazu. Das sind die drei wichtigsten Menschen eines Vereins, die erste Vorsitzende, die Stellvertreterin und die Schatzmeisterin. Und dann gibt es noch Beisitzer und sowas alles. Seien Sie alle herzlich willkommen und so viel jetzt nach vorn kommt von Ihnen sind hier. Und ich bitte Herrn Gaffert, mich zu unterstützen.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich halte das nur der Begrüßung kurz. Denn es ist natürlich auch etwas außergewöhnlich jetzt, nachdem es verliehen ist, nochmal zu sagen, warum es verliehen werden soll. Aber ich versuche das mal. SPD-Senioren fordern städtischen Beirat. So titelte am 27. August 1993 die Harzer Volksstimme. Dieser Artikel veranlasste damals den Bürgermeister Horst-Dieter Weihrauch, den Hauptamtsleiter und heutigen auch Senior Ulrich Götz, zu prüfen, was denn zur Einrichtung eines solchen Gremiums alles kommunalpolitisch und juristisch zu beachten sei. Und Herr Götz, so haben wir meine ehemaligen Mitarbeiter mal das auch zur Kenntnis gegeben, schrieb dazu eine anderthalbseitige Begründung, wo denn die Probleme liegen. In einem wohlgeordneten Rechtsstaat muss sich ja guter Wille auch in angemessener Rechtsform niederschlagen. Sprich, welche Rechte hat solch ein Seniorenbeirat, wenn er nicht nur ein Diskussions- oder gar Meckerclub sein will? Wie und durch wen ist er zur Vertretung wessen Interessen legitimiert? Kann bzw. soll er juristische Person sein, weil er nur dann auch Empfänger von öffentlichen Mitteln sein kann? Wie nicht anders zu erwarten, wollten sich die Senioren, die 1994 dann die Initiative für die Gründung eines solchen Gremiums ergriffen, mit Formalien nicht herumschlagen. Sie lehnten zum Beispiel die Gründung eines Vereins ab. Im März 2002, also 8 Jahre später, habe ich eine Beschlussvorlage für den Stadtrat zur Satzung des Seniorenbeirates der Stadt Wernigerode unterschrieben. In der Begründung hatte Frau Paul als damalige Amtsleiterin und als starke Befürworterin für die Gründung eines Seniorenbeirates formuliert, jetzt zitiere ich, nach anfänglichen Schwierigkeiten arbeitet der Seniorenbeirat der Stadt Wernigerode seit 1994 kontinuierlich und mit großem Engagement. Ende Februar dieses Jahres ist der 4. Vorstand gewählt worden. Die Seniorenvertretung bittet nunmehr den Stadtrat, dem Gremium eine rechtliche Grundlage zu geben. Die Gründung eines Vereins wird nicht angestrebt. Zitat Ende. Diese Vorlage wurde zwar im zuständigen Ausschuss beraten und einstimmig beschlossen, aber den Stadtrat passierte sie letztendlich wegen der schon beschriebenen rechtlichen Probleme nicht. Im Juli 2000, also kurze Zeit später, schreibt dann Frau Schulze, die damalige und heutige Vorsitzende dem Stadtrat, dass nun doch der Verein Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode e.V. gegründet werden soll. Und der besteht und wird heute geehrt. Soweit zur Geschichte der äußeren Form. Auf die durchaus spannende Frage, wer denn und womöglich ab welchem Alter zu den Senioren zählt, möchte ich heute nicht eingehen. Das ist mir zu heiß, weil es um die Frage geht, wer sich zu den Alten denn zählt. Ich will das auch ganz persönlich am eigenen Beispiel nennen. In der SPD gibt es eine Arbeitsgruppe 60 plus, zu der gehe ich bis heute nicht. Ob man eine Seniorenvertretung oder einen Seniorenbeirat braucht, dazu kann es sicherlich unterschiedliche Auffassungen geben. Soll den Alten eine besondere Wurst gebraten werden? Holen wir uns damit nicht die grauen Panther ins Haus, die mit altersstarr sind und ohne Rücksicht auf die Interessen anderer Altersgruppen ihre Interessen durchsetzen wollen? Bedeutet die Förderung einer Seniorenvertretung nicht, dass uns die Bewahrung wichtiger ist als die Zukunft der Jugend? Oder wer vertritt denn die Leute normalen Alters? Man könnte sicherlich noch eine Reihe weiterer Fragen stellen, dass solche Fragen meines Wissens niemals ernsthaft diskutiert worden sind. Dazu hat der Seniorenbeirat bzw. Seniorenvertretung sehr viel beigetragen. Er hat der Versuchung widerstanden, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Vielmehr wurde und wird die Gemeinsamkeit der Interessen von Jung und Alt gesucht. Und das ist ja heute, wo das Wohnen mehrerer Generationen unter einem Dach, wo es das kaum noch gibt, ganz besonders wichtig. Natürlich hat die Seniorenvertretung auf die Interessen der Menschen vorgerückten Alters gepocht. Und manchmal, das sage ich auch, hat sie auch genervt. Aber bei Lichte betrachtet, sie forderte oft einfach mehr Rücksichtnahme auf die Situation der älteren Menschen. Ein paar Beispiele.
Wie ist das mit dem öffentlichen Nahverkehr? Wie ist das mit der Qualität unserer Fußwege? Wie ist es mit der Zugänglichkeit von öffentlichen Gebäuden und Veranstaltungen? Es wird ja vielleicht noch akzeptiert, dass etwas rollstuhlgerecht sein soll. Aber wieso muss man Barrierefreiheit auch für Nicht-Rollstuhlfahrer im Blick haben? Wie ist es mit dem Wohnen im Alter? Und natürlich geht es dann auch um Fragen der Betreuung, wenn die Eigenkräfte nicht mehr ausreichen. Bei dieser Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse älterer hat sich, glaube ich, in Wernigerode und auch generell in der Gesellschaft sicher manches positiv verändert. Und das ist gut so. Es zieht sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die Tätigkeit der Seniorenvertretung in den vergangenen fast 20 Jahren, dass man nicht nur den Finger gehoben hat, sondern immer konstruktiv dachte. Die Seniorenvertretung verstand und versteht sich natürlich als Forderer, aber eben genauso als Initiator von Angeboten. Angeboten zur Aktivierung und zur Begegnung, um Einsamkeiten zu mindern. Mir erscheint das als Ausdruck von ungebrochenem Lebenshunger. Wie anders soll man den Willen nach Teilhabe an der Möglichkeit modernen Lebens verstehen? Ist es nicht schön, wenn Senioren nicht zum alten Eisen gehören wollen? Wenn sie nicht darüber jammern, was sie nicht mehr können? Nein, diese Senioren wollen danach suchen, was sie alles können und andere dazu ermutigen. Sie wollen lernen, zum Beispiel den Umgang mit den modernen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten oder lernen, wie viel Schönes es auf dieser Welt zu sehen und zu erleben gibt oder lernen, sich gesund und fit und mobil zu halten. Ich möchte dazu einige Projekte nennen, die die Seniorenvertretung maßgeblich initiiert hat. Von Anfang an die Gestaltung des Citybus-Systems, das ist heute eigentlich nicht mehr aus unserer Stadt wegzudenken. Oder 1999 der erste Computerkurs, mehrfache Kurse zum Umgang mit Handys. 2002 die Organisation von monatlichen Spaziergängen und die Gründung einer Seniorengymnastikgruppe. Ab 2003 die jährlichen Schwimm- und Fitnesstage in der Schwimmhalle. 2006 die Generationenhochschule, der Hochschule Harz, die monatlich einmal den großen Hörsaal der Hochschule Harz mit wissbegierigen Leuten füllt. 2007 die Veranstaltungsreihe Generationencafé Jung und Alt gemeinsam. 2010 das neue Projekt Jung und Alt auf Reisen, sozusagen ein ganz realitätsnahes Praktikum für Tourismusstudenten der Hochschule Harz. Und 2012 das erste Generationenkonzert, den wir heute das dritte Mal erleben können. All diese Projekte zeigen doch ganz deutlich, dass die Seniorenvertretung dazu motivieren will, nicht bei der Rückschau auf vergangene, mehr oder weniger große Taten stehen zu bleiben oder der angeblich so guten alten Zeit nachzutrauern. Ihre Philosophie ist ganz offenbar, dass die Vergewisserung in der Vergangenheit durch Neugier auf das Heute und Morgen ergänzt werden muss. Sie wollen nicht nur schön unter sich bleiben, sich also möglichst abgrenzen. Sie sind klug genug, dass dieses Schmoren im eigenen Safte lange nicht so attraktiv ist, wie die Offenheit gegenüber anderem Denken und anderen Lebenssituationen. Der Kontakt zu jungen Menschen ist dabei folgerichtig. Die Älteren können dabei entdecken, dass die heutige Jugend nicht nur fürchterlich ist, das wird ja immer gesagt, ne, die Jugendlichen, und deshalb die Welt vor dem Untergang steht. Und euch, jungen Leuten, bieten sie die Gelegenheit, sich mit den Gedanken und dem Leben von älteren Menschen zu beschäftigen und es achten zu lernen. Vielleicht ist ja der große Erfahrungsschatz älterer Leute doch ganz gut zu gebrauchen in dem oft schwindelerregenden Tempo des modernen Lebens. Dass der Preis verliehen worden ist, brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Ich habe es uns vorgeschlagen. Die Entscheidung des Vorstands der Wernigeröder Hospitäler Stiftung finde ich sehr klug. Der Verein Seniorenvertretung Wernigerode ist ein gutes Beispiel von bürgerschaftlichem Engagement und, da spricht der Kommunalpolitiker aus mir, und für die Wahrnehmung des Mandats, man kann das auch sagen, des politischen Mandats, das eigentlich jeder Mensch hat. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen und sie lebt auch vom Kompromiss. Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, in diesem Fall die Interessen der Senioren,
müssen formuliert und vertreten werden, innerhalb und außerhalb von Parteien und Wählervereinigungen. Aber es ist gut, wenn sie nicht mit Rücksichtslosigkeit vertreten werden. Ich möchte nicht schließen, ohne auch Personen zu nennen, da schließe ich mich Herrn Heinrich gerne an, denn bei aller Kollektivität des Agierens bleibt doch die meiste Arbeit beim Vorstand und der Vorsitzenden hängen. Und das ist seit 1998, also seit über 15 Jahren, Frau Schulze, Sie haben das heute sehr ausführlich auch noch vollständig gelesen. Sie hat sich mit bewundernswerter Energie in all den Jahren engagiert. Liebe Frau Schulze, Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen ein herzliches Dankeschön. Und das ist heute nicht nur mit guten Worten gewürdigt worden. Alles Gute. Nochmal ganz kurz, ich kann es ja sagen, wer bei uns Mitglied werden kann. Jeder interessierte Bürger, der in Wernigerode wohnt und 60 Jahre alt und älter ist. Und da ist nach oben ja auch keine Spanne mehr heutzutage. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Anita Heinrich, die das zum Gründungsmitglied gehört seit 1994, heute auch noch hier ist und an unserer Versammlung teilnimmt. Und sie ist noch weiter Mitglied bei uns. Herr Hoffmann, jetzt für die Laudatio, Herr Heinrich, für die ehrenden Worte. Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder der Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode danke ich Ihnen für die hohe Auszeichnung. Die Anerkennung unserer ehrenamtlichen Arbeit durch die Kostümer-Stiftung der Stadt Wernigerode mit, jetzt bin ich abgereicht, ja? Müsste ich. Hab mich trotzdem verstanden, ja? Also die Anerkennung unserer ehrenamtlichen Arbeit durch die Hospitäler Stiftung der Stadt Wernigerode mit der Verleihung des Bürgerpreises 2013 war für uns eine freudige Überraschung. Dass wir in den vergangenen Jahren für die mehr als 10.000 Bürger der Stadt Wernigerode über 60 Jahre immer vielfältigere Angebote zur Freizeitgestaltung anbieten können, den Bürgern in verschiedenen Bereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie über verschiedene Schwerpunktthemen informieren, ist nicht allein unser Verdienst. Wir danken dem Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Geschäftsführern verschiedener Betriebe und Institutionen in Wernigerode für ihre Unterstützung unserer ehrenamtlichen Arbeit. Ich möchte hier gar nicht alle aufzählen, aber es sind doch sehr viele und ohne diese Unterstützung könnten wir das auch nicht leisten. Beigetragen zum Erfolg hat aber auch, dass wir die Räumlichkeiten für unsere Veranstaltungen kostenlos nutzen konnten und die Referenten ihre Vorträge für die interessierten Seniorinnen und Senioren ohne Honorar halten. Da möchte ich nur die eine Veranstaltung erwähnen, die da wirklich rausragt. Im vergangenen Jahr haben wir am Herzklinikum Wernigerode, wo wir zweimal in dem Konferenzraum Veranstaltungen durchführen können, einen Vortrag zu dem Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung organisiert. Referent war Dr. Zimmer und er und wir waren überwältigt. Es waren 60 Stühle von den Mitarbeitern hingestellt. Die waren im Nu besetzt. Zum Schluss waren es 95 Senioren, die zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Und das freut uns, dass es so angenommen wird. Das möchte ich nämlich da jetzt mit sagen. Dankeschön an alle älteren Bürger ab 60 Jahren, die unsere Veranstaltung besuchen. Auch Ihnen hier im Saal, Sie sind ja auch in der Altersklasse zahlreich vertreten und das freut mich besonders, unseren Dank. Denn was wäre unsere Arbeit, wenn sie von Ihnen nicht angenommen werden würde? Die Freude und die Dankbarkeit der Teilnehmer an unseren Veranstaltungsangeboten ist uns Lohn für unsere ehrenamtliche Arbeit und entschädigt uns für die Mühe der Vorbereitung und Durchführung. Herzlichen Dank. Zusammen mit der Deutschen Knochenmarks-Spenderdatei plant der Harzer Schwimmverein 2014 wieder eine Woche der Inklusion. Vom 19. bis 24. Mai wird eine Typisierungsaktion potenzieller Stammzellenspender mit anschließendem Spendenschwimmen organisiert.
Die Probeentnahme geschieht durch einen einfachen Abstrich der Mundschleimhaut mit einem Wattestäbchen. Da die Bestimmung der Gewebemerkmale der DKMS 50 Euro je Probe kostet, möchte der Verein auch einen finanziellen Beitrag leisten und veranstaltet das Schwimmen gegen den Krebs. Sponsoren spenden für einzelne Sportler einen Betrag je Bahn. Nähere Informationen zur Aktion sowie die Vorstellung der Sportler befinden sich auf harzer-schwimmverein.de. Sie haben nichts verstanden? So geht es gehörlosen Menschen, besonders am Telefon. Über 80.000 Menschen in Deutschland kommunizieren über Gebärden. Das Telefon ist für die Servicecenter der Bundesagentur aber das wichtigste Werkzeug zur Kommunikation. Die eigene telefonische Klärung selbst einfachster Angelegenheiten ist für Hörgeschädigte bislang nicht möglich gewesen. Deshalb ist es für die Arbeitsagentur umso wichtiger, dass auch gehörlose Kunden besser eingebunden werden. Seit dem 10. März haben nun auch hörgeschädigte Menschen die Möglichkeit, sich direkt telefonisch mit ihrer Arbeitsagentur in Verbindung zu setzen. Dazu nutzt die Bundesagentur einen Gebärdendolmetscherdienst. Über eine Software helfen computergeschützte Telefonie und Dolmetscher dem Informationsaustausch zwischen Anrufer und Berater. Marcella Lange, Teamleiterin des Bereichs berufliche Rehabilitation und Schwerbehinderte der Agentur für Arbeit Halberstadt, freut sich über eine Hürde weniger der barrierefreien Kommunikation. Um das neue Angebot nutzen zu können, laden sich Interessierte die kostenfreie Software des Partners TESS für den Übersetzungsservice unter arbeitsagentur.de auf den Computer. Die Software anklicken, Anliegen auswählen und über Videotelefonie optisch oder schriftlich mit einem Gebärdendolmetscher verbunden werden. Und das war BOIK, das Infomagazin im offenen Kanal. Wie das Wetter wird, zeigt Ihnen jetzt Lisa Eigendorf. Bis zum nächsten Mal bei BOIK.